Wir treffen eines der bekanntesten Fernsehgesichter Chinas. Liu Xin spricht 5 Sprachen. Sie arbeitet für den Staatssender CGTN, dessen Aufgabe, Chinas Ziele an die Welt zu verkaufen. Es wird ein Gespräch über Journalismus, Propaganda und Chinas Rolle im Ukraine-Konflikt. Wir senden auf Englisch, um einem internationalen Publikum zu erklären, was in China passiert, welche Pläne das Land innenpolitisch und außenpolitisch hat. Liu Xin hat ihre eigene Sendung. Sie interviewt mächtige chinesische Politiker. Sie erklärt den Handelskrieg mit den USA, die Wirtschaftslage in China und zurzeit vor allem den Ukraine-Konflikt und die Beziehung Peking zu Moskau. Als ein Sprachrohr der Partei sieht sie sich nicht. Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen chinesischem Journalismus und amerikanischem oder deutschem? Es sollte keinen geben. Wir alle haben den Job, professionell zu sein. Wir versuchen, wahrheitsgemäß zu berichten, so fair und so ausgewogen, wie es eben geht. In China definiert aber er, was wahr ist und was nicht. Präsident Xi hat die Aufgabe des Journalisten klar bestimmt und beschrieben. Sie haben den Willen, der Partei zu dienen. Liu Xin weiß, dass sie dem Präsidenten folgen muss. Auf Nachfragen räumt sie das ein. Ich würde sagen, dass die Partei den Willen des Volkes repräsentiert. Wenn ich für das Fernsehen arbeite, dann arbeite ich nicht gegen den Willen des Volkes. Wir sehen in China die Aufgabe der Medien anders als im Westen. Sie glauben, Aufgabe der Medien sei, die Parteien zu kritisieren. Nicht so bei uns. Unsere Aufgabe ist es, den Fortschritt der Gesellschaft zu unterstützen. Wer in China als Journalist wagt zu widersprechen, muss mit bitteren Konsequenzen rechnen. Das erlebte Jimmy Lai, der Verleger von Apple Daily. 2020 ließen ihn die Peking-treuen Gefolgsleute in Hongkong verhaften. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Seine Zeitung hatte immer wieder Kritik an der Zerschlagung der Freiheitsbewegung geübt. Es ist sehr gefährlich, in Ihrem Land als Journalist die Regierung zu kritisieren. Das ist wohl der große Unterschied zu unserer Kultur. Naja, wir regeln die Dinge eben anders. Wenn Sie gegen das chinesische Gesetz verstoßen, dann, glaube ich, drohen Ihnen solche Konsequenzen. Jeder muss das Gesetz des Landes repräsentieren. Aber wenn das Gesetz Sie zum Terroristen stempelt, weil Sie Ihre Meinung sagen? Das habe ich nicht gesagt, aber Sie müssen sich an das Gesetz halten. Sie müssen eben die Traditionen und Kultur des Landes respektieren. Präsident Xi hat seinen Journalisten befohlen, der Welt Chinas Sichtweise zu erzählen. Das ist auch ein Grund, warum der Sender CGTN 2016 ins Leben gerufen wurde. Gerade jetzt wichtig. Denn das enge Verhältnis zwischen Xi und Putin im Ukraine-Konflikt isoliert China weltweit. Deshalb will Liu Xin den Eindruck korrigieren, dass China keine Probleme mit dem Verhalten Putins hat. Es gibt auch eine Menge Chinesen, die Putin nicht unterstützen. Das Meinungsbild ist eben nicht einseitig, absolut nicht. Viele haben heftige Debatten, was jetzt geschehen muss. Liu Xin weiß, dass China für den Westen neben Russland auf der Anklagebank sitzt. Ihr Job ist es, Chinas Image davon zu befreien. Sie können doch nicht behaupten, China hilft, Menschen umzubringen. Glauben Sie das? Dann gibt es keine Gesprächsgrundlage. Chinesen sind keine blutrünstigen Monster. Aber kann China denn wirklich allein eine Lösung finden? Liu Xin wird morgen wieder auf Sendung gehen und Chinas Position im Auftrag der Partei verkünden. Oder wie Sie sagen würde, berichten.